jetzt zum Podium. Ich darf die Gäste, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Alle finden dann ihren Platz. Zuerst bitte ich die Damen nach vorne. Das ist die Biologin Isabel Glanzmann. Sie ist seit 10 Jahren Projektleiterin im Bereich Natur und Landschaft bei der Firma Nateco. Das Projekt heißt Ameisenzeit, Waldameisen in der Region Basel. Das ist ihr Thema. Und sie ist da droben, bitte. Isabel Glanzmann, kommen Sie her. Sie sitzen hier. Zweite Frau auf dem Podium ist Fabienne Thomas. Sie arbeitet seit 3 Jahren beim Schweizer Bauernverband. Sie hat ein Studium in Geographie und Umweltwissenschaften an der Uni Freiburg im Breisgau gemacht. Und sie ist auch an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen ausgebildet worden in internationaler Landwirtschaft. In ihrer heutigen Funktion ist sie verantwortlich beim Bauernverband für die Bereiche Biodiversität, Boden und Wasser. Bitte, Frau Thomas, Sie würden hier sitzen. Dann haben wir Werner Müller auch noch nicht kennengelernt. Er ist einer dieser Mitorganisatoren der Tagung. Er ist Biodiversitätsexperte und er hat den Verein Schweizer Vogelschutz, heute BirdLife, aufgebaut. Er ist Initiant der Strategie Biodiversität und arbeitet in diesem Bereich auch als Sekretär der parlamentarischen Gruppe Biodiversität. Wo steckt da der Werner Müller? Da hinten, bitte kommen Sie nach vorne. Unsere zwei anderen Podiumsgäste stelle ich ein wenig kürzer vor, weil Sie haben sie heute Morgen schon kennengelernt. Ich bitte Hans-Dietrich Reckhaus, ebenfalls Mitorganisator dieses Anlasses, zu mir nach vorne. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Reckhaus in Deutschland und Appenzell. Und wir haben gehört, er ist inzwischen ein Insektenschützer, mehr denn ein Insektenvernichter. Dr. Hans Rudolf Herren ist weltbekannt als Erfinder, eigentlich kann man sagen, oder Mitbegründer der Stiftung Biovision. Er ist Träger des Welternährungspreises und er wird uns von seinem Hauptprojekt, das ihn damals weltberühmt gemacht hat, die Vernichtung des Maniokschädlings, heute auf dem Podium auch erzählen. Unsere Aufgabe ist, über erfolgreiche Kooperationen zu reden und natürlich reden wir auch über die Misserfolge. Was braucht es, damit Kooperationen gelingen? Ich fange gleich an bei Isabel Glanzmann, die viel Erfahrung hat mit ihrer Kooperation Ameisenzeit. Erzählen Sie uns kurz, was das genau ist und weshalb das erfolgreich ist. Es ist ja kantonsübergreifend und da sind viele Leute involviert. Bitte, Herr Glanzmann. Herzlichen Dank. Ameisenzeit, das ist ein 10-jähriges Projekt von Wald bei der Basel. Das ist der Verband der Waldeigentümer der beiden Halbkantone und vom Basel Landschaftlichen Natur- und Vogelschutzverband. Und in diesem Projekt arbeiten Freiwillige, Göttis, wir nennen diese Ameisengöttis und Ameisengotten. Sie arbeiten zusammen mit den Forstleusten zum Schutz der Waldameisen. Und wir sind jetzt im 6. Projektjahr und konnten einiges erreichen. Also uns sind 1800 Neststandorte bekannt, nur in diesen beiden Kantonen, noch weitere in den angrenzenden solothurnischen Gemeinden. Eine große Zahl von diesen Nestern werden langjährig beobachtet, Daten werden dazu gesammelt. Wir haben eine aktive Öffentlichkeitsarbeit durch diese Gotten und Göttis. Und das Spezielle, warum ich heute hier sitze, ist eben diese Kooperation eigentlich zwischen den Nutzern der Wälder, also der Waldbewirtschaftung und den Schützern, den Naturschützern. Und das Ziel war wirklich auch von Wald bei der Basel damals inoffiziell eigentlich mit dem Naturschutz näher zusammenzuarbeiten,
gefestigte Fronten zu überwinden. Und das geht halt am besten mit einem gemeinsamen Projekt. Und so hat das gestartet. Danke fürs Erste. Über Widerstände reden wir später. Ja. Ich komme zu Herrn Reckhaus. Er hat ja eigentlich was Unmögliches angepackt. Er will seine Kollegen und die Wirtschaft überzeugen, dass man keine Insektizide mehr verkaufen soll. Was waren Ihre, Sie haben heute Morgen schon ein bisschen erzählt, aber wir möchten trotzdem hören, wo haben Sie erfolgreiche Kooperationen hingekriegt? Es sind mehrere Kooperationen. Die erste war, dass ich ein wissenschaftliches Modell erarbeitet habe. Wir haben uns damit beschäftigt, wie viele und welche Insekten unsere Produkte töten und wie wir insektenfreundliche Lebensräume aufbauen können, um den ökologischen Verlust zu kompensieren. Und dieses Modell hätte ich niemals, hätte unsere Firma niemals alleine machen können. Ich habe von Anfang an mit Entomologen gearbeitet, mit Wissenschaftlern, auch mit dem Stefan Brenneisen, der heute hier im Publikum ist. Das waren 5, 6, die an dem ganzen Modell mitgearbeitet haben. Eine Kooperation. Und vielleicht eine zweite noch kurz. Die Geschichte des Tages der Insekten in Deutschland. Wir haben bereits 2 große Tage der Insekten in Deutschland gemacht. Ausgang war ein runder Tisch für Insekten. Mich hat das Thema ja nicht mehr losgelassen. Und ich wollte unbedingt wissen, wen gibt es überhaupt in Deutschland, der über Insekten nachdenkt? Und was denken diese Leute? Und dann habe ich vor 3 Jahren 300 Persönlichkeiten in Deutschland angeschrieben und 6 sind gekommen. Voilà. Ich verstehe das auch, weil ich bin ja Insektizidhersteller. Warum soll man den besuchen? Und dann haben wir einen runden Tisch gemacht mit 6 Personen und alle meine Mitarbeiter haben gesagt, Herr Reckhaus, jetzt blasen Sie das aber ganz schnell ab. Nein, ich habe gesagt, wir machen das, weil ich da auch eine Tradition draus haben möchte. Und dann gehört natürlich Glück dazu. Bei diesem ersten runden Tisch war eine Museumsdirektorin dabei. Und die hat gesagt, Herr Reckhaus, auf Sie habe ich nur gewartet. Ich habe ein Museum, ich habe ein Netzwerk, aber ich brauche einen Motor und ich brauche ein bisschen Geld. Naja, und mit dem Museum haben wir dann den ersten Tag der Insekten in Deutschland gemacht, mit 80 Teilnehmern. Und beim letzten waren schon 210. So ist also die Geschichte, eine Kooperation. Oder das andere bei diesem runden Tisch war auch ein entomologischer Verein. Der hat sich gewagt auf den Dialog mit einem Insektizidhersteller. Und dieser entomologische Verein, der untersucht unsere Insektenausgleichsflächen schon seit Jahren und stellt uns ganz tolle Exposés zur Verfügung. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Schön zu hören. Herr Herren, was hat es gebraucht an Kooperationen, bis Sie diesen Maniok-Schädling loswerden konnten? Und wo waren die schlimmsten Niederlagen vielleicht gerade anschließend? Ja, hat einiges gebraucht, oder? Weil wir ja wussten, dass die Schmierlaus von irgendwo in Südamerika kam. Oder da musste man zuerst einmal Abkommen machen mit den Regierungen, dass man überhaupt hingehen darf und suchen für diese Insekten. Da musste man überall Erlaubnisse haben von den Regierungen, von Mexiko bis nach Paraguay. Also für all diese Länder mussten wir eben offizielle Erlaubnis haben, dass man hingehen kann und suchen. Und das geht zurück auf die Abkommen für die Biodiversität. Oder weil, wenn man dann was findet, muss das deklariert werden. Und man kann nicht einfach Insekten in den Hosentasche nehmen und dann irgendwo hingehen damit. Nein, das muss alles offiziell gemacht werden. Brauchte monatelang, zum Beispiel in Brasilien war das extrem kompliziert, weil die haben die neuen Gesetze über die Biodiversität sehr ernst genommen. Und da musste ich also über 6 Monate lang warten, bis ich das Erlaubnis hatte, um Nützlinge dann auszuführen. Und natürlich, das war nur der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann in Afrika Erlaubnis zu kriegen, dass man die da einführen kann. Erstmal auf dem Kontinent und dann noch in den einzelnen Ländern. Da waren 24 Länder, mit denen wir Abkommen abschließen mussten, um diese Tiere einführen zu können. Der Trick da war eigentlich doch, weil die Leute ja gar nicht wussten, wie erkennt man eine Stupfwespe. Ich hätte ja sagen können, ja, das ist Stupfwespe, Name so und so. Zeigen, da mussten wir die Leute ausbilden auf die Taxonomie von diesen Nützlingen. Und deshalb waren wir dann in London, wo wir auch die Quarantäne hatten, also die Insekten von Südamerika mit Erlaubnis nach London einführen. Und warum London? Weil die dort entgehen, kein Schaden, die können sie nicht überleben. Nicht direkt in die Tropen, sondern über eine Station irgendwo in Europa. Und dort wurden die studiert und Leute von Afrika, von den Pflanzenschutzbüros von den Ländern und auch vom afrikanischen Büro für Pflanzenschutz, die Leute nach England genommen, dort ausgebildet,
dass sie auch die Insekten erkennen können, dass wenn wir sie dann nach Afrika bringen, die dort am Flughafen die Pakete aufmachen und identifizieren, ja, das ist, was jetzt der Hans-Herren sagt, das sei es. Also das war also recht kompliziert. Und dann natürlich später mit jedem Land mussten wir dann auch noch Abkommen machen, bevor wir die Nützlinge loslassen konnten. Und also, jetzt gab es offenbar Länder, die das nicht haben wollten. Sagen Sie uns noch schnell, was dort dann passiert ist. Ja, also ein Land hat das Erlaubnis nie gegeben, weil der Chef vom Pflanzenschutz hat gesagt, nein, er hätte nicht genug Information, um da zu unterschreiben, dass diese Nützlinge auch keine anderen Schaden machen werden. Okay, also, ja, dann kriegst du einfach nichts, oder? Und wir haben natürlich dann in Nigeria losgelassen, südlich in Gabon. Alle rundherum haben gesagt, ja, das sei okay. Heute spielt das keine Rolle mehr, weil diese Schlupfwespen natürlich über die Grenze geflogen sind, ohne Visum oder ohne Erlaubnis. Und das Problem dort auch gelöst. Und nur zum Sagen, oder, dass natürlich ist es immer ein Risiko, wenn man so etwas unternimmt, aber man kann es minimieren mit guter Forschung, haben wir auch gemacht. Also wir haben fast über 2 Jahre lang diese Insekten untersucht, über Spezifizität, was für andere Schmierläuse werden auch noch gefressen oder angestochen. Und eigentlich haben wir die nur eingeführt, die sehr spezifisch auf die Maniok-Schmierlaus leben können. Und ein so, Riesenaufwand. Ein Riesenaufwand, ja, für Forschung. Natürlich, da waren Behörden, Akademiker. Wir haben mit Universitäten in Brasilien, vor allem Brasilien, aber auch in Kolumbien gearbeitet, Uni in Kalifornien, Uni in England, ETH Zürich und dann noch in Afrika. Also wir haben wirklich riesengroße Netzwerke aufgebaut, um diese Insekten richtig zu studieren und auch eine Idee zu haben, oder wird das überhaupt auch funktionieren. Aber natürlich weiß man nie, bis man es probiert im Felde, wie das funktioniert oder nicht. Vielen Dank für diese Erklärungen. Frau Thomas, Sie arbeiten für und mit dem Schweizerischen Bauernverband im Bereich Biodiversität. Wo gelingen Ihnen Kooperationen? Wir haben heute Morgen gehört, dass nicht überall in der Landwirtschaft die größte Insektenfreundlichkeit schon stattfindet. Was können Sie erreichen in Ihrer Arbeit? Also ich denke, es gibt Kooperationen auf verschiedenen Ebenen. Zuerst möchte ich noch vorausschicken, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass Sie das Thema Kooperation ins Zentrum dieser Diskussion stellen, weil ich denke, das ist der einzige Weg zum Ziel und ich beschäftige mich tagtäglich damit, Kooperation zu identifizieren oder Möglichkeiten für Kooperation zu identifizieren. Ich denke, dass auf verschiedenen Ebenen das möglich ist. Zum einen im Feld, wirklich so wie wir auch von der Referentin des FIBEL gehört haben. Wir haben Vernetzungsprojekte, wo Landwirte mit Biologinnen und Biologen zusammenarbeiten. Wir haben Ressourcenprojekte. Das sind für mich die wirklich wichtigen Kooperationen, weil da direkt im Feld etwas bewirkt wird. Dann gibt es auf der Ebene der Verbände Kooperationen. Ich möchte da selbstverständlich die Kooperation im Zusammenhang mit der Petition Insektensterben anführen, weil es gerade jetzt aktuell ist. Wir möchten in 2 Wochen diese Unterschriften übergeben. Wir konnten diese Zusammenarbeit zusammen mit den Naturfreunden Schweiz, Apiswiss und Dark Sky aufgleisen, nachdem die Naturfreunde Schweiz im Lied auf uns zugekommen sind. Dann möchte ich auch mit BirdLife eine gute Zusammenarbeit erwähnen, die wir im Zusammenhang mit dem Aktionsplan Biodiversität der Zivilgesellschaft gehabt haben. Obwohl wir da unterschiedliche Positionen auch eingenommen haben, war die Zusammenarbeit in diesem Projekt sehr positiv zu bewerten, glaube ich, von beiden Seiten. Und so denke ich, dass immer wieder auf verschiedenen Ebenen, auch auf ganz politischer Ebene, wir möchten eine Motion auch eingeben im Zusammenhang mit der Petition, die Anliegen der Petition aufnimmt. Da können wir auf höchster politischer Ebene eine Kooperation eingehen mit Politikern aus allen Parteien. Und da denke ich, dass sehr vieles möglich ist auf verschiedenen Ebenen, wenn die Leute bereit sind, aufeinander zuzugehen. Die Petition, die liegt auf und es haben auch sehr viele Leute unterschrieben. Ich
Herr Herrmann hat sehr auch unterschrieben. Aber BirdLife Schweiz ist kein Fan dieser Petition. Herr Müller, erklären Sie uns das, warum? Gut, ich würde eigentlich nachher gerne auch noch etwas zu Kooperationen sagen, kommt, aber zuerst diese Petition. Die Petition will ja primär die Erforschung der Ursachen des Insektensterbens untersuchen und die Umweltorganisationen, übrigens alle, nicht nur BirdLife Schweiz, haben gefunden, es hat schon zwei Initiativen zu diesem Thema, also nicht zum Thema der Erforschung, sondern zum Thema der Vermeidung des Insektensterbens im Bereich der Reduktion von Pestiziden. Und ja, wir haben einfach gefunden, das ist eine Petition, die wir jetzt nicht unterstützen. Wir haben aber nichts dagegen, dass die gemacht wird und vor allem, wenn sie natürlich dann politisch noch entsprechende Wellen wirft, ist das okay. Also es steht die Ursachen, ich möchte nur schnell den Text noch lesen. Die Ursachen und die Tragweite des Insektensterbens in der Schweiz müssen umgehend aufgezeigt werden, damit rasch wirksame Maßnahmen folgen. Dagegen kann man ja nicht viel haben, aber die Leute, die was dagegen haben, die sagen, man weiß es doch längst, es passiert nur viel zu wenig. Also ich möchte auf den Punkt 2, der nicht prioritär, also es gibt keine Prioritäten zwischen Punkt 1 und Punkt 2 in dieser Petition. Und in Punkt 2 steht, dass der Maßnahmenplan, Aktionsplan Biodiversität und der Aktionsplan zur Reduktion der Pflanzenschutzmittel konsequent umgesetzt werden soll und eben auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln bestückt werden soll. Und unser Direktor hat in der Finanzkommission, er ist in der Finanzkommission des Nationalrats, entsprechend auch schon Anträge gestellt, damit die finanziellen Mittel für die Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzes zur Verfügung gestellt werden oder gesprochen werden im Budget 2019, nicht erst in der AP22+, wie es der Bund plant. Und also für uns ist das ein echtes Vorangehen in dieser Sache, um die Insekten zu schützen und nicht einfach nur weiterforschen. Das sind parallele Aktivitäten, die aus unserer Sicht gemacht werden müssen. Erstens noch weitere Ursachen untersuchen, wie die Lichtverschmutzung, wie Mobilfunk-Einflüsse und so weiter. Und dann gleichzeitig auch die Maßnahmen umsetzen, die bereits bekannt sind, die umgesetzt werden müssen. Jetzt frage ich zuerst Herrn Müller nach seinen erfolgreichen Kooperationen und nachher kommen wir auf die Forschung zurück, weil da müssen wir schon noch ein paar Sachen klären. Ja, BirdLife, Ihre guten Kooperationen, an einer sind wir heute dabei, oder? Genau, und wir im Naturschutz, nicht nur bei BirdLife, sondern bei allen Naturschutzorganisationen, sind täglich auf Kooperationen angewiesen, weil wir haben ja nicht eine Macht, irgendetwas durchzubringen, sondern wir müssen mit Leuten zusammenarbeiten, wir müssen Wissen vermitteln, wir müssen gewinnen, wir müssen versuchen, gemeinsam etwas zu erreichen. Und vielleicht gebe ich da ein Beispiel, ganz konkret, das auch mit der Landwirtschaft und den Pestiziden oder mindestens den Insekten zu tun hat. Wir sind von BirdLife Schweiz aus in einem Projekt engagiert, Farnsberg heißt das, in Basel-Land. Das begann 2004 mit ein paar Landwirten. Heute sind 25 Landwirte beteiligt. Sie pflanzen Hochstammobstbäume, sie pflanzen Hecken. Sie sind sehr aktiv. Sie machen nicht nur Kleinstrukturen, sondern auch Großstrukturen, die wir erfunden haben. Und was hat das mit den Insekten zu tun? Der Neuntöter, der ja eigentlich in der ganzen Schweiz stark zurückgeht, hat seit Projektbeginn, damals hatte er 7 Paare, heute hat er 15 Paare, hat also stark zugenommen. Das muss etwas mit Insekten zu tun haben, denn der Neuntöter braucht Insekten. Und es hat auch etwas mit der Erreichbarkeit zu tun. Also die Bauern sind so innovativ, dass wir mit ihnen auch schauen können, dass es zum Beispiel den Hecken entlang kleine Streifen gibt, die eine schüttere Vegetation haben, wo die Insekten dann auch erreichbar sind für den neuen Töter. Und vielleicht etwas zu den Erfolgsfaktoren. Ich denke, wir haben von Anfang an gewusst, dass das ein langfristiges Projekt ist, dass man den Bauern Zeit lassen muss, dass jeder seine Rolle hat. Unsere Rolle war die des Beraters, die der Öffentlichkeit, die
Gebiete sind Ideenbringer, aber die Landwirte haben die Maßnahmen umgesetzt. Und was vielleicht auch ganz entscheidend war, wir konnten eine Beratung, eine professionelle Beratung offerieren, die den Landwirten auch in übrigen Bereichen, also gesamtbetrieblich, ihre Möglichkeiten aufgezeigt hat. Und ja, das Projekt ist wirklich erfolgreich. Was uns natürlich interessiert auch ist, wir sind zwar auf Kooperationen angewiesen, aber was geschieht, wenn Kooperationen nicht gelingen? Sagen wir dann in der Schweiz einfach, ja gut, da ist es nicht gelungen, diese 9 Töter zu retten, dann sterben sie halt aus. Also dort haben wir auch die Grenzen von Kooperationen, müssen wir sehen. Weil es kann ja nicht sein, dass nur weil eine Kooperation dann nicht funktioniert, Naturwerte verloren gehen. Aber sie gehen ja offenbar ständig verloren. Wir haben ja heute Morgen ziemlich viel Alarmierendes gehört. Herr Herren, braucht es, ich möchte einfach nochmal auf die Petition kommen. Ich habe gesehen, Sie haben sie unterschrieben, Insektensterben aufklären. Aber weiß man es denn nicht schon, woran die Insekten sterben und warum sie verschwinden? Ja, obwohl man das weiß, wer weiß es, oder wie genau wie mit den Nachhaltigkeitszielen. Wenn man fragt, wie viele Leute sind oder kennen die, oder viel zu wenig. Oder man weiß vielleicht nur oberflächlich, aber ich glaube, das ist wichtig, oder dass man diese Aufklärung, und auch bei den Bauern selber, aber auch beim Publikum. Ich glaube, das ist wichtig. Mehr Leute müssen sich mit dem auseinandersetzen. Weil sonst kann man sich auch fragen, warum sind die Konsumenten nicht mehr kaufen mehr Bio? Zum Beispiel, wenn sie wussten, was drin ist im anderen oder was das Bio zusätzlich bringt, werden die entscheiden, was sicher anders beim Einkaufen. Aufklärung ist nötig. Man erwischt die Schweizer immer über den Preis. Das ist schon verrückt. Man sagt, das sei zu teuer und dabei sind wir ein reiches Land. Wie ist das denn bei Ihren Produkten? Die sind doch sicher auch teurer als einfach normales Gift, oder? Ja, meine Produkte mit ökologischer Kompensation auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das hatte ich vorhin auch gesagt, unsere Produkte werden mit jeder Menge Präventionstipps ausgestattet. Ich gehe sogar so weit, bei meiner eigenen Marke ist sogar ein kleines Insektenbuch dabei, um den Menschen zu helfen, wie sie sich in Zukunft vor Insekten schützen können, damit sie weniger Produkte kaufen. Also mein Mehrwert meiner Produkte ist die ökologische Kompensation und eben viel Information. Und wir schaffen diesen Mehrwert mit 5-10% mehr Preis. Naja, in der Schweiz habe ich noch keinen wirklichen Geschäftspartner, aber in Deutschland funktioniert es mit den Drogeriemärkten und dem Aldi-Discounter. Und es ist für uns ganz spannend. Wir waren sehr aufgeregt. Verstehen die Menschen, was wir hier vorhaben? Also wir tun erstmal was für Insekten. Sind sie überhaupt bereit für Insekten, in Anführungsstrichen Schädlinge, mehr Geld auszugeben? Grusiges, und dann bei diesem ruinösen Preiswettbewerb, der in Deutschland, teilweise auch in der Schweiz immer mehr vorherrscht, ist er dann auch noch bereit, 5-10% mehr Geld auszugeben. Aber es funktioniert. Es funktioniert und wir sind ganz, ganz happy. Also wir glauben fest daran, dass wenn die Menschen das eben verstehen, was Sie auch gesagt haben, wenn sie wissen, jetzt bei den Lebensmitteln, bei der biologischen Landwirtschaft zum Beispiel, wenn sie die Vorteile erkennen, wenn sie mehr Informationen haben, dann sind sie auch bereit, 5-10% auszugeben. Aber bei den Bauern ist das ja auch ein großer Widerstand, oder? Mehr biologische Landwirtschaft, das ist zu teuer, das rentiert nicht, das gibt nicht genügend Ertrag. Wie gehen Sie denn damit um? Also aus meiner Sicht ist es ganz einfach, wenn die Leute in der Schweiz Bioprodukte kaufen, dann werden die Bioprodukte in der Schweiz angebaut, vermehrt. Das ist eine Nachfrage-Produktionsgeschichte. Und also ich denke, wenn wir sehen, wie die Fair Food-Initiative abgelehnt wurde, dann habe ich da schon größere Fragezeichen, wie bereit denn die Leute in der Schweiz sind, einen Mehrpreis zu bezahlen für Produkte, von denen ich meine, dass sie wissen, was der Unterschied ist. Also die Information über Bio und konventionell in der Landwirtschaft, die läuft jetzt schon 20-30 Jahre. Und da frage ich mich, ob da die Bereitschaft tatsächlich da ist, den Mehrpreis zu bezahlen. Ja, aber das Problem ist eben, weil die Konsumenten oder Mitgestalt, wie man sagt, erwarten, dass die Produkte, die nicht angeschrieben sind Bio, ja okay sind.
Der Staat ist ja da, um zu sagen, oder was verkauft wird, was Sie im Restaurant essen, ist okay. Das ist die Annahme. Aber die Staaten machen das eigentlich nicht, oder nur Stichproben, weiß ich, hier und da. Und dann, wenn die Grenzwerte irgendwo schon erreicht werden, dann wird einfach die Grenzwerte nach oben geschoben, statt anders etwas zu machen. Das wissen wir. Und das ist das Problem, oder? Das, die Erwartung vom Konsument ist, das, was ich im Laden kaufe, im Restaurant esse, okay ist. Aber das ist nicht, es muss angeschrieben sein. Und jetzt machen wir ein Label, kostet viel Geld, deshalb ist das Ganze, das Gute teurer und das nicht so Gute, manchmal ist es ja okay, aber sehr oft nicht, kostet weniger, wenn es eigentlich umgekehrt sein sollte. Man sollte alle Produkte von, die billige Nahrung, die sollte angeschrieben sein, das ist gespritzt worden, Dünger gebraucht, Wasser verschmutzt, macht deine Gesundheit, Krankenkasse teurer. So sollte umgekehrt sein. So ist es ja auch bei der Energie. Also ja, überall, das, genau. Das Verschmutzende ist immer noch das Billigste. Ja. Aber Herr Müller, Sie sind ja mit dem, was die Bauern oder generell der Bauernverband in der Schweiz macht, gar nicht immer einverstanden. Sie haben uns jetzt von einer guten Kooperation erzählt. Erzählen Sie uns doch auch noch, wo Sie Mängel sehen. Sonst sind wir fast zu harmonisch. Weil so ist es nämlich nicht. Also die Bauern in ihrer Tätigkeit werden ja durch die Rahmenbedingungen weitgehend festgelegt. Im Projekt Farnsberg waren diese Rahmenbedingungen jetzt gut. Es gibt aber natürlich auch Regionen, wo die Rahmenbedingungen nicht sehr gut sind. Also wenn wir auch zum Beispiel schauen, die ganzen nicht spezifischen Direktzahlungen, die überlagern natürlich zum Beispiel die Biodiversitätsförderbeiträge. Und da wird sich dann zeigen, ob eben entsprechend ein Bauer, worauf er eingeht. Und es gibt natürlich dann noch die ganze Stimmung in der Bauernschaft. Wenn man gegen die Biodiversität ist, dann macht man nichts. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich habe ihn in meinem ersten Votum angesprochen. Wenn wir nur versuchen, über Anreize zu agieren, dann lassen wir eigentlich am Schluss dem Einzelnen die Frage, ob die ganzen Werte für die Schweiz, also Naturwerte für die Schweiz, noch erhalten bleiben oder nicht. Und das kann es ja nicht sein. Das ist eben das berühmte Marktversagen, das bei der Biodiversität spielt. Der Markt, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, kann ja bei der Biodiversität nicht spielen, weil wir alle ja von den Ökosystemleistungen profitieren. Also nicht nur diejenigen, die teurere Produkte, zum Beispiel den Apfelsaft Hochstamm Swiss, kaufen, profitieren von den schönen Hochstammobstbäumen, sondern alle. Also das ist Marktversagen, das heißt, es braucht eben auch Regeln, die für alle gelten und es kann nicht alles nur über Freiwilligkeit und Kooperationen gelöst werden. Was würden Sie denn vorschlagen? Ich denke an die ökologische Infrastruktur. Ich meine, wir haben gehört, die braucht es, wie wir eine Verkehrsinfrastruktur haben. Wir werden auch nicht gefragt, ob... Also es gibt auch kein Vetorecht für jede Gemeinde, ob sie eine Autobahn toleriert oder nicht. Wenn wir aber schauen, was geschehen ist mit dem neuen Nationalpark... Ein neuer Nationalpark, das wäre doch ein Jahrhundertwerk für die Schweiz, bitte. Also ich meine, das ist etwas, was die Schweiz braucht. Und am Schluss haben ein paar wenige hundert Leute in ein paar wenigen Gemeinden entschieden, dass sie keinen Nationalpark wollen. Das kann nicht sein, beim besten Willen. Gut, dann müsste jetzt mal nachfragen, woran diese Kooperation gescheitert ist. Woran scheitern Kooperationen? Wenn man die Leute nicht alle rechtzeitig einbezieht, vielleicht zum Beispiel. Die Frage ist, ob wir überhaupt dieses Vetorecht für ein paar wenige hundert Leute wollen, die entscheiden, ob es im Naturschutz vorwärts geht oder nicht. Bei anderen Bereichen haben wir das auch nicht. Da entscheidet das Schweizer Volk, wir machen es oder wir machen es nicht, die NEAT. Ja.
da wurde ich ja nicht gefragt, ob ich das will und hätte das blockieren können, sondern das war ein Entscheid und weshalb nur im Naturschutz das so sein soll, dass es eine Betroffenen-Demokratie gibt, wo wir am Schluss jeden Letzten auf die Reise mitnehmen müssen, das ist ein bisschen unklar, weil die ökologische Infrastruktur ist ebenso wichtig wie die Verkehrsinfrastruktur oder die Energieinfrastruktur. Wir lassen das so stehen. Frau Glanzmann, woran scheitern Kooperationen? Sie haben ja nicht nur Erfolge. Eben, regionale Widerstände, Einzelne, die nicht mitmachen, die es den anderen überlassen. Also das, was Sie angesprochen haben, es so banal es klingen mag, aber das A und O ist Information und Kommunikation in meinen Augen. Also alle Akteure müssen vor Projektbeginn und zu Beginn und regelmäßig und immer wieder über das Projekt, die Ziele und den Verlauf informiert sein. Ich mag mich noch erinnern, die Skepsis war bei uns, bei den Förstern, sehr groß gegenüber dem Projekt. Sie lassen sich doch nicht reinreden, oder? Ja, sie hatten keinen Fall, sie hatten Angst. Es ist auch Angst vor dem Unbekannten. Ja. Da kommt jemand in den Wald, macht irgendetwas, das wir nicht kontrollieren können. Das war wirklich eine große Skepsis. Und da spielt auch die Langjährigkeit, die Herr Müller erwähnt hat. Ich glaube, es braucht mehr auch langjährige Projekte, weil es braucht Zeit, diese Ideen zu verankern. Es braucht vor allem auch Zeit, die Leute einzubeziehen. Das ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Man muss die Akteure in Entscheidungen einbinden und das muss man ernst meinen. Also wir mussten auch lernen, dass wir Sachen so machen müssen, wie es uns vielleicht nicht passt. Also wir hatten Ideen, wie wir etwas umsetzen wollten und das geht halt nicht immer so. Man muss vielleicht auch mal etwas umsetzen, das man sich anders vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist wirkliche Partizipation, wenn man Rückmeldung ernst nimmt und die auch wirklich einbaut. Und dann fühlen sich auch die Akteure ernst genommen und machen mit. Und vielleicht noch ein letzter Punkt ist, auch, was mir auch sehr wichtig dunkt, ist, bei unserem Projekt jetzt auch die Projektträgerschaft, das ist klar, dass die breit abgestützt ist, aber auch der Kanton hat uns unterstützt, unterstützt uns immer noch sehr stark. Und ich weiß, auch da war am Anfang die Skepsis groß. Also der Chef vom Amt für Wald hat mir zu Beginn des Projekts gesagt, als wir uns kennengelernt haben, ja, wir sehen, also lachend muss ich sagen, wir sehen uns dann, wenn es Probleme gibt. Und wir haben uns nicht bei den Problemen wiedergesehen, sondern wir haben uns gesehen, als wir weitere Projekte initiieren wollten, als das Thema Fuß gefasst hat. Ich glaube, wir haben auch den Kanton ein bisschen infiziert mit dem Waldameisenfieber. Und ja, ich glaube, ich wünschte mir manchmal auch mehr Mut von den kantonalen Verwaltungen, vielleicht mal etwas einzugehen, was man nicht weiß, in welche Richtungen es geht und eben halt auch eben Sachen, die man nicht immer steuern kann. Mhm. Aber die Leute haben nicht so gern Veränderungen. Nein, auf keinen Fall. Wir sind, ich denke, nicht faul geboren, aber es ist natürlich viel schöner, faul passiv zu sein, als aktiv voranzugehen. Das ist ungemütlich. Und man sollte, das ist auch ganz bekannt. Aber Sie haben jetzt ja unglaubliche Überzeugungsarbeit müssen Sie leisten. Wer sind Ihre besten Helfer? Wer kapiert es schneller als andere? Oder wie machen Sie es? Ich meine, Sie sind ein guter Verkäufer geblieben. Sie verkaufen jetzt einfach Ideen und Bücher und Veränderung. Aber ist das Ihr Ihr USP, Ihr bester Selling Point, dass Sie das rüberbringen können? Ja, sicherlich. Wenn man sich gut verkaufen kann, das kann nur helfen. Aber entscheidend sind natürlich die Inhalte. Und es funktioniert nur dann, wenn die Informationen die richtigen sind. Das haben wir jetzt schon mal gesagt, das ist wichtig für Kooperation. Aber auch vergleichbare Werthaltungen hat. Die Informationen bringen mir nichts, wenn ich auf Menschen stoße, die sagen, die Umwelt, ich habe das verstanden, der Umwelt geht es nicht gut, aber das geht doch, es ist doch wunderbar. Und dass sie also nicht in Nachhaltigkeit denken, nicht in Aufrichtigkeit denken. Also Werthaltung, dass man da Vergleichbare hat, das ist ganz wichtig. Und das nächste Wichtige ist auch der Zeithorizont. Sie wollten mich noch nach gescheiterten Kooperationen fragen. Ich habe jede Menge. Ich habe fast nur gescheiterte Kooperationen. In meinem Geschäft brauche ich natürlich Geschäftspartner, die mitziehen.
Und in den letzten Jahren hat praktisch kein Geschäftspartner mitgezogen, weil viele dann auch ganz kurzfristig orientiert sind. Deswegen auch der Zeithorizont spielt eine Rolle. Will ich langfristig etwas verändern oder will ich kurzfristig Erfolge haben? Und das Letzte finde ich auch noch sehr gut, was Sie sagen, der Mut. Also dann bei all dem, was wir jetzt schon besprochen haben, dann kommt doch der Charakter, sind das mutige Leute, die sagen, komm, wir packen es an, auch mit Risikobereitschaft. Oder es ist dann doch wieder zu gefährlich. Nein, wir wollen nicht so aktiv sein. Also es sind viele Faktoren, die zusammenkommen müssen, um glückliche Kooperationen zu generieren. Man exponiert sich halt und es gibt Kritik und die muss aber erwünscht sein. Also, denke ich. Die ist auch nötig, damit es weitergeht. Genau. Ja. Aber wir sind hier drin, hat es ja wahrscheinlich jetzt viele Leute mit derselben Werthaltung, wie Sie sagen. Die sind schon überzeugt. Aber wie überzeugen wir die anderen? Durch solche Kooperationen, wie wir sie hier machen. Ich bin so dankbar für die Kooperation mit BirdLife. Ich bin so dankbar für diesen Tag hier. Und wir wollen zusammen eine Lobby aufbauen. Und wir werden hier alle gestärkt, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Und wir gehen hier raus und reden mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden. Und wir machen unsere Idee so größer. Die beste Überzeugungsarbeit ist immer die persönliche. Und heute sind wir 220 Personen und daraus, wenn wir das bitte zu Hause erzählen, unserer Familie, unseren Bekannten, unseren Freunden, dann wären wir schon 1000. Und so kann es immer schön weitergehen. Sie haben vorher, Frau Thomas, gesagt, die Konsumenten, die sind natürlich mitschuld, oder? Aber das beißt sich dann ja irgendwo in den Schwanz, wenn man sagt, die Konsumenten wollen das halt zu wenig, also machen es die Bauern auch nicht. Und ich habe beim World Café einen Herrn gehört, der meldet übrigens, die letzte Viertelstunde ist Fragestunde. Da dürfen Sie uns direkt Fragen stellen, also dem jeweiligen, den Sie was fragen möchten. Da ganz vehement erzählt, dass zwar alles im Aktionsplan steht, aber dass quasi nichts passiert. Also es passiert viel zu wenig innerhalb des Bauernverbandes. Genau. Aber der Bauern, also ja. Generell. Genau. Die Biobauern also, lassen wir jetzt weg. Weil das sind etwa 12%, oder? Bin ich da richtig mit der Zahl? Vierter. 14 jetzt, ja, also 14. Dann sind wir bei 86%, über die reden wir jetzt. Ja, die also Sie sind übrigens auch Mitglied bei uns, die Biobauern. Ah, okay. Und auch die IP-Betriebe und so weiter. Die waren ja also, hier heute. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass genau auch aus unserer Sicht der nationale Aktionsplan Pflanzenschutz zu wenig schnell vorwärts geht. Und scheinbar, also wir haben das mit der Spitze des BAFU besprochen vor einigen Wochen, wir finden, dass das zu wenig schnell vorwärts geht und sie haben uns gesagt, die Leute arbeiten in den Bundesämtern an dieser Umsetzung. Also einfach die Schuld? Wie? Sind die im BAFU schuld? Nein, der Lead für die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzes liegt beim BLW, ja. Also beim Bundesamt für Landwirtschaft. Und aus unserer Sicht und auch aus der Sicht der einiger Umweltorganisationen geht das zu wenig schnell vorwärts. Wir persönlich sind einbezogen, wenn es darum geht, die Weiterbildung voranzutreiben, die Ausbildung, wenn es also in der Handhabung der Pflanzenschutzmittel, da geht etwas vorwärts, da sehen wir auch, dass etwas vorwärts geht. Scheinbar geht auch hinter den Türen etwas vorwärts. Wir werden das nächste Mal im nächsten Jahr darüber informiert. Es geht uns selber auch viel zu wenig schnell vorwärts und deswegen machen wir über die Umweltkommission und über die Finanzkommission Druck, damit das vorwärts geht. Dafür, also für die Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzes sind wir nicht im Lead. Wir können nur sagen, bitte macht vorwärts in der Verwaltung. Aber so ist die Situation. Aber also die Verwaltung kontrolliert schon mal zu wenig. Aber was macht sie genau nicht vorwärts? Sie müsste die Maßnahmen, die festgeschrieben sind, im Aktionsplan Pflanzenschutz umsetzen. Auch die Maßnahmen, die festgeschrieben sind im Aktionsplan Biodiversität. Wir haben es von Hans Romang heute Morgen gehört. Da sind Sie scheinbar schon etwas weiter in der Umsetzung. Aber beim Aktionsplan Pflanzenschutz sieht man scheinbar noch nicht, was alles umgesetzt wird. Aber es ist in Arbeit, so wie man uns gesagt hat. Aber die einzelnen Betriebe, die können ja umsetzen, was sie wollen. Die werden ja offenbar auch zu wenig kontrolliert. Ja, sie können das umsetzen, wofür sie auch entschädigt werden. Sie setzen Extensor-Programme um, wo sie weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Sie setzen Säuberungsspritzen ein innerhalb der
Vorrichtungen. In der Landwirtschaft wird schon bereits viel umgesetzt, wenn das so über die Agrarpolitik kommt, aber eben erst teilweise in der Agrarpolitik 22 plus, dann setzen Sie das auch im Feld um. Sind Sie damit einverstanden mit diesen Erklärungen, Herr Müller? Ja gut, es gibt den offiziellen Aktionsplan Reduktion Pflanzenschutzmittel. Das ist der Begriff, der von der Landwirtschaft geraucht wird. Und es gibt einen NGO-Aktionsplan zur Pestizidreduktion. Da spricht man Klartext. Und der Bundesplan ist natürlich schon relativ verdünnt. Es ist aber sicher gut, wenn dieser umgesetzt wird, und das ist ein gemeinsames Anliegen, das wir haben, dass wenigstens das umgesetzt wird, was der Bundesrat schon beschlossen hat. Aber aus unserer Sicht, aller Umweltorganisationen, nicht nur von BirdLife Schweiz, müsste natürlich sehr viel mehr geschehen. Und du hast den Aktionsplan Biodiversität erwähnt. Ich meine, da ist das genau Gleiche. Der ist sogar noch viel verdünnter, als was einmal diskutiert wurde. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, spüren Sie irgendetwas von diesem Aktionsplan Biodiversität in Ihrer täglichen Arbeit? Also ich spüre noch nicht sehr viel und wir haben sogar ein Riesenproblem jetzt wieder. Das Parlament will 7,7 Millionen. 7,7 Millionen, was haben wir gestern gehört? 14 Milliarden für vier Jahre für die Landwirtschaft. 7,7 Millionen wollen sie kürzen, damit beim BAFO-Budget, damit der Aktionsplan Biodiversität in der Umsetzung noch zusätzlich behindert wird. Das sind die Prioritäten unseres Parlaments. Es ist 0,01% des Bundesbudgets. Und wenn wir dann von Kooperationen reden, wir sehen uns ja morgen wieder, wenn alle Landwirtschaftsvertreter wirklich im Parlament in einer Woche für den Aktionsplan sprechen und gegen die Kürzung, dann kommen wir durch. Diese Kooperation müssen wir diskutieren. Ich habe in die Runde geschaut. Die Begrüßungsworte hat ja heute Morgen Herr Romang vom BAFU gehalten. Ist er noch in der Nähe irgendwo? Vielleicht nicht, weil sonst hätten wir ihm jetzt gleich das Mikrofon geben müssen und fragen müssen, woran es denn im BAFU, weshalb es dann dort nicht vorwärts geht. Aber natürlich, man hat auch schnell das Gefühl, es sei ein bisschen ein Schwarz-Peter-Spiel, weil die einen dann einfach wieder bei den anderen den Fehler sehen. Warum geht es bei Insect Respect zum Beispiel in der Schweiz weniger gut vorwärts, als Sie sich erhofft haben? Wer kooperiert mit Ihnen nicht, Herr Eckhaus? Ich möchte gar keine Namen nennen, aber ich habe gesagt, ich brauche Geschäftspartner, ich brauche Kunden. Die Lieferanten, die machen schon mit, die bekommen ja Geld. Aber ich brauche das Geld von den Kunden und die Großverteiler machen heute nicht mit. Zu einem Teil verstehe ich die Großverteiler, denn ich bin im sogenannten Massengeschäft unterwegs. Ich bringe jeden Tag 100.000 Produkte auf die Straße. Das heißt, wir brauchen viele Menschen. Und für viele Menschen sind die Insekten immer noch die unnötigen Schädlinge. Und dann verstehen die Leute nicht, warum sie für unnötige Schädlinge auch noch mehr Geld ausgeben müssen. Und das ist natürlich Aufklärungsarbeit, die uns in Deutschland schon teilweise sehr gut gelingt, mit den Namen, die ich genannt habe. Aber es braucht Mut, es braucht gleiche Werthaltungen und auch einen langen Atem. Und den habe ich hier noch nicht gefunden. Also hier heute im Raum schon, aber eben nicht bei den Großverteilern. Ja, ein Großverteiler ist ja sogar Mitsponsor heute. Aber ja, ich jetzt was Falsches gesagt habe. Ich würde jetzt nicht mit der Migroare auch sprechen wollen, sondern es geht dann natürlich um den großen. Um weiter oben. Ja, die müssen im Moment sparen. Frau Thomas, Sie wollten hier ergänzen mit... Nein, einfach zu den gescheiterten Kooperationen möchte ich doch auch noch etwas sagen. Also weil ich komme zurück zur Petition. Ich möchte einfach aufzeigen, was, also aus meiner Sicht braucht es gegenseitige Offenheit und Interesse, um aufeinander zuzugehen und, wie Sie es gesagt haben, eben auch Kompromisse einzugehen in den verschiedenen Geschäften. Und also wenn ich jetzt auf die Geschichte mit der Petition zurückschaue, dann ist es, also kann ich einfach spiegeln von uns aus intern so, dass wir das diskutiert haben. Wir sind einen Schritt aus unserer Perspektive auf die Umweltverbände zugegangen, um das so durchzusetzen, uns auch aktiv
zu engagieren, auch in der Öffentlichkeit. Wir haben das so diskutiert und durchgebracht, genau. Und dann ist die Konsequenz, dass dann wichtige Umweltverbände, übrigens nicht alle, weil Greenpeace ja doch mitmacht, nicht da mitmachen. Und das ist ein Riesensignal erstens an die Bevölkerung, die dann sagt, ja, die Umweltverbände machen da nicht mit. Dann kann das ja wohl nicht so wahnsinnig gut sein, da ist irgendetwas falsch dran. Und zweitens und viel wichtiger an die Landwirte, weil das nächste Mal, wenn sie auf sie zukommen werden, dann denken sie, ah, BirdLife, das sind die, die haben nicht mal bei der Petition mitgemacht, wo wir uns dafür engagiert haben, dass es vorwärts geht. Also sowohl auf Verbandsseite, da ist das sehr stark, das Unverständnis, weshalb machen die nicht mit, wie auch im Feld unten, also unten im, geografisch gesehen, die Landwirte nehmen das wahr und finden dann, ja okay, die wollen nicht mit uns zusammenarbeiten. Und das ist ein wirklich großes Problem, neben dem, dass dann irgendwelche Aussagen auch in den Medien gemacht werden oder auch irgendwelche tendenziösen Kampagnen wie vor 1,5 Jahren, glaube ich, im 2016, wo dann noch ausländische Spritzbalken gezeigt werden. Das macht ganz viel kaputt bei den Landwirten und auch bei uns. Ich kann es verstehen, dass damit irgendwie öffentlich Druck gemacht werden soll, aber ich kann Ihnen auch gleichzeitig sagen, meine Arbeit wird extrem viel verschwert, weil einfach die Widerstände damit genährt werden. Ist es denkbar, dass Leute meinen, es sei ein Ablenkungsmanöver, dass man zuerst noch forschen müsse, bevor man was tue? Ist das eine mögliche Erklärung? Also wir haben auch heute Morgen gehört, wir wissen genug, ich glaube, das haben alle gesagt, die da vorne gestanden sind, wir wissen genug, um sofort zu handeln. Und die Gefahr besteht natürlich immer, wie Sie sagen, dass wenn man sagt, man muss noch forschen, dass die Politik sagt, ja gut, dann warten wir, bis wir wirklich alles genau wissen. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir bei dieser Petition dann nicht mehr mitgemacht haben. Aber die Geschichte hat Anfangsjahr begonnen und wir haben den Naturfreunden schon von Anfang an gesagt, wir sind von den Umweltorganisationen nicht sehr glücklich mit Petitionen. Wir haben das auch um 2010 gemacht, aber das hat ja keine Wirkung direkt normalerweise. Die wird vom Parlament zur Kenntnis genommen und dann ist es erledigt. Man müsste sehr viel Unterschriften beibringen. Das waren wir der Meinung, dass wir für diese Petition nicht sehr viel Mittel einsetzen möchten. Und das war dann der Grund, weshalb wir eigentlich den Naturfreunden schon Anfang Jahr gesagt haben, noch lange bevor ihr dabei wart, dass wir davon absehen, diese Petition zu unterstützen, weil ja eben auch andere Mittel jetzt im Tun sind. Mit einer Petition kann man allenfalls ein Thema versuchen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das Thema Pestizide und Insekten, das müssen wir jetzt nicht mit einer Petition erstmals in die Öffentlichkeit bringen. Das ist in der Öffentlichkeit bekannt. Aber vielleicht die Lehre daraus ist, dass wir unsere Kooperation Bauernverband, BirdLife und andere Naturschutzorganisationen ein bisschen zu wenig gelebt haben. Wir haben zum Teil sehr viel Kontakt gehabt in gewissen Phasen des Aktionsplans Biodiversität und da haben wir eigentlich nicht persönlich über diese Frage gesprochen und dann wäre erstens unsere Haltung vielleicht für euch klarer gewesen und auch schon früher kommuniziert und vielleicht hätten wir ja sogar noch unsere Haltung geändert, wenn wir das rechtzeitig besprochen hätten. Also ich denke, es zeigt sich, dass man vor allem, wenn man die Kontakte ja hat, dass man die eigentlich immer nutzen sollte. Auch die Nattelnummer, die wir ja gegenseitig haben. Das ist doch schon mal was. Und Sie haben hier ja die Bögen und wer will, kann das unterschreiben. Man kann das auch nach dem Motto machen, nützt es nicht, schadet es nicht, weil schaden kann es ja ganz sicher nicht. Vielleicht sind Futterneide da manchmal auch bei Kooperationen auch noch ein Thema. Aber wie gesagt, Herr Herren hat auch sofort unterschrieben, ich dann übrigens auch, weil wir meinen vielleicht immer, man weiß es schon und dabei weiß man es noch gar nicht. Und ich möchte bitten, wirklich den ganzen Text zu lesen, nicht nur immer den ersten Punkt von der Forschung. Ja. Es hat vier Punkte, vier ganz wichtige Punkte und bitte lesen Sie die ganze Petition, bevor Sie dann entscheiden, ob Sie da unterschreiben wollen oder nicht. Es steht halt zum Beispiel ein Satz, wie Studien aus dem Ausland zeigten jüngst, wie dramatisch die Lage bereits ist. Das klingt so ein bisschen, die Bösen sind nicht wir und solche Sachen. Aber ich frage jetzt den Herrn, braucht es noch
Forschung. Es heißt ja, Insektensterben aufklären. Es heißt eigentlich nicht nur forschen. Das Aufklären würde ja auch heißen, die Bevölkerung aufklären, oder? Ja. Das ist vielleicht ein bisschen... Forschen kann man, muss man wahrscheinlich immer wieder, aber man muss auch Prioritäten setzen. Ja. Und im Moment wissen wir eben schon recht viel, können wir anfangen, neue Fragen kommen immer wieder und dann gehen wir zurück zur Forschung. Aber ich glaube, das Problem hier ist die Kompromisse. Das ist das schweizerische Ding, machen einen Kompromiss. Immer wieder einen Kompromiss. Deshalb kommt man nirgends hin. Er muss sagen, nein, hier wissen wir, da können wir vorwärts machen und dann machen wir vorwärts. Immer ein Kompromiss, oder dann bleibt man stehen. Oder geht sogar zurück. Wie verletzt anderen. Ich will normal sagen, wir wissen genug, vorwärts. Und ich finde es eigentlich schade, oder, dass BirdLife da nicht mitmacht, eigentlich ganz ehrlich gesagt. Oder? Und warum? Ah, ich war nicht dabei am Anfang. Okay, das habe ich auch schon gehört, anderswo. Aber, oder, und genau, vielleicht, ich habe das Ganze gelesen, da, ich wurde, oder, bevor ich unterschrieben habe. Ja, Sie waren da mein Vorbild, habe ich sofort oder, auch unterschrieben. Mindestens ein Schritt vorwärts. Ja. Und bei den Bauern natürlich ist das schwierig, oder? Weil die sagen, ja, ich weiß nicht so, die müssen eben auch besser aufgeklärt werden, oder? Über die Alternativen. Diese Pestizidreduktion, das ist auch wieder Reduktion, give me a break, das ist auch wieder so ein Kompromiss. Ja. Null ist die Anzahl, nicht weniger. Das kann man nirgends hin. Entweder muss man sagen, jetzt ist fertig. Und schon gesagt, morgen, und wenn man Pestiziden, also die synthetischen Pestizide brauchen würde, gäbe es keinen einzigen Biobauer in der Schweiz oder Europa oder der Welt. Also, die Bio-Essen, oder? Wir sind ja auch da. Ich bin selber ein Bauer, mein Rebberg ist auch Bio, es geht. So keiner sagt, man kann das nicht. Und keiner sagt mehr, der Wein ist sauer, so hieß es ja am Anfang, oder? Warum, oder? Wir sind einfach da so am Wursteln, wie man sagt. Oder? Das ist so. Und die Zeit ist vorüber. Die Zeit für Kompromisse ist fertig, schon gestern fertig. Und jetzt müssen wir richtig vorwärts machen, mit was, in was wir glauben, muss jetzt durchgesetzt werden. Das wäre eigentlich meine Frage, bevor ich ins Publikum gehe. Wie viel Zeit haben wir im Insekten- und Naturschutz überhaupt noch? Sie sagen die Zeit ist abgelaufen, es ist schon über Mitternacht. Da kann man noch lange diskutieren, bringt nichts mehr. Wenn wir nicht das umsetzen, was sie schon wissen, oder dann habe ich also wirklich, wir haben ja die meisten von uns Kinder, meine sind ungefähr 30 Jahre, die werden sicher ganz, ganz scharf erleben, oder, diese Änderungen. Sogar in meinem Alter, oder wahrscheinlich noch. Deshalb bin ich so scharf und ich setze mich ein, wo ich auch nur kann, weil die Zeit vom Diskutieren ist vorüber. Jetzt muss man Aktion. Wir könnten schon lange Energie wechseln. Man könnte schon lange vieles anders machen. Okay. Wir können auch noch lange diskutieren. Und das ist einfach nicht mehr tragbar, oder? Nicht gegenüber den nächsten Generationen. Jetzt. Sie möchten noch kurz was ergänzen und dann geben wir für Fragen ins Publikum. Vielleicht noch gerne etwas zum Thema Kompromisse sagen. Da gebe ich Ihnen schon recht, aber ich denke trotzdem, dass wir in den verschiedenen Positionen uns entgegenkommen müssen. Wenn ich Ihre zwei ersten Folien heute mir nochmal in den Kopf rufe, da haben Sie die Monokulturen und die vielfältig strukturierte Landschaft gezeigt. Und wenn ich mir das anschaue, dann sind wir uns, glaube ich, einig, was es braucht. Es sind Strukturen, Strukturen und nochmals Strukturen. Und vielleicht ist es auch nicht so wichtig, für welche Ziele, also ich habe auch schon Vernetzungsprojekte gemacht, vielleicht ist es auch nicht so wichtig, für welche Zielart und vielleicht ist es auch nicht so wichtig, dass es genau in diesem Konzept, wie das vorgeschrieben ist oder angedacht von oben und von uns Fachspezialisten. Vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, dass es genau so gemacht wird. Vielleicht ist es einfach wichtig, dass etwas gemacht wird. Und ich glaube, da müssen auch wir Landschaftsspezialisten uns mal sagen, wenn es auch nicht genau so herauskommt, wie wir uns das vorstellen, es ist wichtig, dass etwas passiert. Eben. Und ich bin überzeugt, eben, wenn es mehr Strukturen hat, einfach dann
Also es ist schon mal etwas passiert, man kann gar nicht so viel falsch machen. Auch wenn es längst nicht genügt. Ja. Jetzt gehen wir ins Publikum. Sie sagen, wer Sie sind, bitte, und wem Sie die Frage stellen möchten. Und wer, ja, gerade zuerst. Sie kriegen ein Mikrofon, Herr Ecker, oder? Genau, vielen Dank, Simon Ecker. Ich bin Leiter der Naturschutzfachstelle des Kantons Aargau. Ich hätte eine Bemerkung oder eine Frage an Frau Thomas. Ich bin etwas irritiert im Zusammenhang mit diesem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, wenn Sie sagen, ja, der Bund sollte halt jetzt und die Landwirte machen dann was, wenn es dafür Beiträge gibt. Dann denke ich, ich meine, IPSwiss ist ja auch da. Das war, glaube ich, in den 60er Jahren, als das losging. Es kam ja auch zum Teil aus der Forschung. Aber da waren ja auch Landwirte, die haben gesagt, ja, eigentlich stimmt das, was diese Forscher uns sagen. Schauen wir doch, wie wir das zusammen entwickeln können. Nehmen wir den Biolandbau, da hat niemand gesagt, gibt es vielleicht mal Beiträge, vorher machen wir nichts. Das ist ja als Initiative von den Landwirten entstanden. Und da finde ich schon, könnten Sie auch eine aktivere Rolle als Bauernverband spielen. Also in welchem Sinne meinen Sie ganz konkret? Ich gebe die Frage zurück. Ist das Ihr Ernst? Warten Sie darauf, dass der Bund Ihnen als Verband, als Vertreter der Bauern sagt, was Sie zu tun haben, damit dieses Problem, das ein gesellschaftliches Problem ist, gelöst wird? Also es ist so, dass sowohl BioSwiss wie auch IPSwiss haben ihre Märkte, ihre spezifischen Märkte, wo sie einen Mehrerlös dank des Labels erzielen können. Und die Landwirte arbeiten wie andere Unternehmer auch so, dass sie die höchsten Erlöse erzielen können. Wenn das so ist, dass der IP-Anteil wächst, dann wechseln Landwirte zu den IP-Landwirten. Wenn der Biomarkt wächst, wechseln sie in den Biolandbau. Und übrigens ist es auch so, dass der Biolandbau um ein Vielfaches gewonnen hat, als die Direktzahlungen für Biolandbau gestiegen sind. Das kann mein Kollege da hinten sicher besser bestätigen, weil er die BioSwiss geleitet hat während vieler Jahre. Es ist so, dass das auf einem Markt passiert und nach einer Nachfrage folgt und dann folgen auch die Landwirte. Also er möchte gerade etwas ergänzen dazu. Darf ich noch ganz aber kurz? Ja, also wenn Herr Reckers darauf... Ist das nur Reaktion oder sollten die nicht, die leben ja von der Natur, mit der Natur, sollten die nicht selber mehr machen? Das wäre ja die Frage. Also Herr Reckers hat doch auch nicht gewartet, bis seine Kunden kommen und sagen, sehr geehrter Herr Reckers, könnten Sie nicht was machen, damit wir diese Produkte nicht mehr einsetzen müssen und so weiter. Also das sind ja Ihre Aktion Kunden, wäre die, Frage, die Gesellschaft sind ja Ihre Kunden, die Konsumenten. Da müssten Sie doch vorangehen, zum Beispiel als Bauernverband sagen, okay, der Bauernverband Schweiz setzt sich dafür ein, dass es eine Bio-Offensive gibt und wir arbeiten aktiv mit unseren Mitgliedern darauf hin, dass möglichst viele IP-Landwirte auf Bio umstellen. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja, dann hätten wir Streit mit 10.000 Mitgliedern. Streiten wir. Okay, da jemand will sich dazu äußern und Sie sagen noch, wer Sie sind? Ja, mein Name ist Daniel Bertsch. Ich bin seit 14 Tagen Direktor des Naturama in Aarau, war aber vorher 8 Jahre Geschäftsführer von BioSwiss und da musste ich ja fast reagieren, wenn Bio so diskutiert wird. Ja, gerne. Es gibt 2 Sachen. Erstens, Bio funktioniert und ist erfolgreich. Punkt 1. Punkt 2, der Markt ist kein Allheilmittel für alles. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Wenn die Inputs zu billig sind und die externen Kosten nicht im Produkt abgebildet sind, ist es einfach nicht fair. Und warum ist der Bauernverband, übrigens Markus Ritter ist ja ein Knospebauer, der Präsident, warum ist der Bauernverband gegen Lenkungsabgaben auf Pestizide und gegen Lenkungsabgaben auf Stickstoffdünger? Das verstehe ich nicht. Bei uns ist es so, dass die meisten Mitglieder und auch übrigens im Parlament ist es so, dass Lenkungsabgaben nicht auf eine politische Mehrheit stoßen. Und deswegen ist das übrigens auch, wie Sie erwähnt haben, im Energiebereich so.
Die ökologische Steuerreform im Energiebereich wurde übrigens auch vom Volk abgelehnt. Also Sie können nicht einfach sagen, der Bauernverband ist da irgendwie an allem schuld und alle anderen Beteiligten, sowohl solche, die im Parlament sitzen, wie auch solche, die die Leute wählen, die im Parlament sitzen, haben nichts damit zu tun. Ja. Aber wir möchten, dass Sie es ausrichten. Wir möchten, dass Sie es dem Markus Richter ausrichten. Ja, ich richte es ihm sehr gerne aus. Ja, wir kommen ich habe übrigens auch schon darüber mit ihm diskutiert. Weiteren Fragen? Ja. Thomas Walter von Agroscope. Also ich denke, wir haben jetzt sehr viel über Landwirtschaft und Pestizide gesprochen und ich bekomme so den Eindruck, als wäre das fast die einzige Ursache für das Insektensterben oder die desolate Situation in der Biodiversität. Gerade beim Insektensterben habe ich jetzt auch gehört, dass doch die Lichtquellen und der Nachthimmel und all das sehr wichtige Faktoren sind, die zum Insektensterben beitragen. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir, ist sicher ein sehr wichtiges Thema, das ist klar, ich arbeite selber als Entomologe in der landwirtschaftlichen Forschung, aber dass wir auch die anderen Ursachen nicht aus dem Auge verlieren. Und deshalb meine Frage an Herrn Reckhaus, verkaufen Sie auch dunkle Nächte? Sie glauben gar nicht, wie viele Produktideen wir haben. Wir sind voll mit Produktideen, aber ich habe schon Probleme, überhaupt das Thema in die Gesellschaft zu bringen. Und ja, das ist eine schöne Idee, aber ich finde, diese Idee zeigt auch, wie viel wir vor uns haben. Mir wird immer vorgeworfen, dass ich Arbeitsplätze vernichte, weil ich ja die Branche zurückdränge. Wie furchtbar. Aber wir müssen annehmen, dass diese Arbeitsplätze heute schon gar nicht mehr richtig sind, schon lange nicht mehr richtig sind. Wir dürfen nicht auf Bewahrung setzen, sondern auf die Zukunft. Und da draußen ist so viel zu tun. Wir brauchen so viel Geld, wir brauchen so viele Menschen, um diese Welt in Anführungsstrichen zu retten. Und das ist die Verschiebung, die wir brauchen. Und dazu gibt es so viele Produkte, eben auch warme LED-Lampen, die man verkaufen könnte, die eben nicht die Insekten töten. Das sind alles Geschäftsfelder, die vor uns liegen. Und da müssen die Unternehmer hingucken und ihre Beiträge leisten. Dark Sky ist ja bei dieser Petition dabei. Und da wird ja wahrscheinlich auch dann darüber geredet werden, über das Thema. Nehme ich an. Ich habe gut zugehört und es ist der Eindruck entstanden, dass die Petition eigentlich auf dem Mist des Bauernverbandes gewachsen ist. Und das ist nicht so. Die Petition, die wurde von den Naturfreunden und von Dark Sky gestartet. Und wir haben den Bauernverband begrüßt, weil wir nicht in ideologischen Grabenkämpfen uns mit gegenseitigen Schuldzuweisungen aufhalten wollten, sondern weil wir ein Ziel sehen, das wir erreichen wollten. Gut. Und darum geht's. Und Sie werden sicher viel Information machen im Umfeld mit dem Ganzen. Und alles, was die Lichtverschmutzung angeht, jederzeit bei mir melden. Okay. Wir nähern uns dem Schluss der Veranstaltung. Zwei, drei ganz wichtige Fragen. Wer das nicht aushält, wenn er sie nicht mehr gestellt hat, soll sich bitte melden. Das ist weit oben. Und ich melde jetzt schon bei meinen Podiumsteilnehmenden an. Ich möchte von Ihnen allen einen Take-Home-Satz, also einen Satz an die Leute, was sie nach Hause nehmen sollen und verbreiten sollen. Nur ein Satz. Was Sie denken, dass die Botschaft, Ihre Botschaft zum Anlass sein könnte. Und jetzt sehe ich gar niemanden. Ah, okay, Sie haben aber ein Mikrofon. Ja, guten Tag, hier ist Christoph Meyer. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Reckhaus. Sie hatten vorhin während des Beitrags gesagt, dass viel Passivität ein großes Kernproblem darstellt. Ich wollte mich erkundigen, was Sie für eine mögliche Lösung sehen, um Leute zur Aktivität zu bewegen. Gibt es die Möglichkeit, sowas wie gesellschaftliche Anerkennung zu fördern für gewisse ökologische Projekte? Ja, es gibt Anreize. Mir fallen jetzt spontan Umweltpreise ein, die mir selbst auch sehr gut getan haben, weil ich viel Motivation brauchte. Ich habe ja viel Kritik bekommen. Also Umweltpreise, Organisationen, die Menschen und Aktionen auszeichnen, das sind ganz, ganz schöne Sachen. Aber wenn Sie ganz generell
Aktivität ansprechen, dann haben wir zwei Stufen zu unterscheiden. Das eine ist diese Bewusstseinsbildung und das andere ist die Information. Eine Information, eine sachliche, bringt uns nichts, wenn wir nicht das Thema ins Bewusstsein der Menschen bringen. Und deswegen arbeiten wir als Insektrespekt ganz intensiv an Maßnahmen, um das gesellschaftliche Bewusstsein zu fördern. Und ist es halt nicht, Herr Herren, traurig, aber war, dass die Leute häufig erst in der Krise reagieren? Entschuldigung, ist ein Echo. Ist es nicht oft so, dass die Leute halt erst in der Krise reagieren? Ja, sehr oft ist es so, oder? Vielleicht sollte man sich mehr Krisen wünschen, aber das ist auch nicht gut. Aber es stimmt eben schon, der Mensch reagiert einfach auf Krisensituationen. Und vorher sagt man, ja, das kommt erst später einmal, oder? Aber bis es dann auf einmal da ist. Und eben, dann heißt es, ich hoffe, das kommt eben nicht mehr zu Krisen, aber es wird sicher zu Krisen kommen, weil vom Klima her, oder das täglich muss man etwas erwarten jetzt. Okay. Also, wir nehmen noch eine Frage. Ja, mein Name ist Matthias Göttin, ich bin vom Bienenschweiz, das ist dem Imkerverband der Deutschen Rätoromanischen Schweiz. Und mir ist aufgefallen, Sie sehen so die Hoffnungen auf verschiedenen Ebenen, teilweise eben politischer Ebene, wo es heißt, das muss ganz klare Vorgaben müssen gemacht werden, dann auch auf wirtschaftlicher Ebene oder eben auch quasi so auf Bürgerinitiativen. So. Und ich, meine Frage an Herr Reckhaus, oder vielleicht noch da noch, als wir setzen oft oder relativ viel oft darauf, dass Imkerinnen und Imker mit den Bauern direkt in Kontakt kommen. Und Sie sagen jetzt, die Leute müssen mobilisiert und die Leute müssen fürs Thema sensibilisiert werden. Sehen, was sollen Sie dann machen oder wo sehen Sie denn den meisten Nutzen, wenn die Leute sensibilisiert sind, wenn sie sich denn eben politisch engagieren oder wenn sie sich eben auf dem Markt entsprechend verhalten und wenn sie selber etwas tun, einfach so, wie schätzen Sie das ein oder wo möchten Sie, dass die Leute am meisten sich dann schlussendlich engagieren? Ganz einfach in Ihrem privaten Umfeld, in Ihrem eigenen Konsum. Wir haben heute viel über Lebensmittel gesprochen, dass die Menschen weniger essen, weniger Nahrungsmittel wegwerfen und sich bewusster ernähren, aus der Region, für die Region kaufen, Bio-Lebensmittel, dass sie in ihrem Konsum aufhören, billige Textilien irgendwo aus der Welt herzubeziehen, sondern eben auch vor Ort zu schauen, welche nachhaltigen Produkte kann ich erwerben. Und wenn ich Werbung für die Insekten machen darf, ich sage immer, Mensch, lass die Insekten erst gar nicht rein, setzt intensiv Insektengitter rein, denn dann braucht er die Insekten gar nicht mehr im Haus zu bekämpfen. Das sind ganz viele Dinge, die man im Kleinen bewegen kann, aber das ist der Weg, den wir gehen müssen. Frau Beugen. Also, jetzt letzte Frage. Und Sie haben nachher beim Apero ja noch viel Zeit, auch die Referenten direkt anzusprechen, ja? Stefan Jakob, ich bin der Geschäftsleiter der Umweltallianz. Ich möchte das natürlich challengen. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Jeder soll sich da einbringen, wo er das am besten und mit dem meisten Impact tun kann. Man soll es aber machen. Ob im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld oder auch in der Politik. Die Umweltallianz wird am 20. das Umweltrating veröffentlichen. Da kann man sich darüber informieren, wie die Politikerinnen und Politiker im National- und Ständerat abgestimmt haben zu umweltpolitischen Geschäften und kann das dann mit Blick auf die Wahlen später auch wieder anschauen, studieren und in Wahlzettel seinen Umweltbewusstsein auch einen Ausdruck verleihen. Danke. Im 2019 sind National- und Ständeratswahlen. Jetzt haben wir, wie ich angekündigt habe, eine kleine Schlussrunde. Ich fange links an. Es geht einfach darum, was geben Sie uns mit nach Hause in halt einem Satz, damit es nicht zu lange wird. Ja, ich von mir aus möchte Sie ermutigen, reden Sie miteinander, vernetzen Sie sich nicht nur mit Ihresgleichen, kämpfen Sie für die Sache und nicht gegen Ihre Gegner. Herr Müller? Wir kennen das Problem. Wir sehen in vielen einzelnen Projekten sehr gute Lösungen. Wir sehen, dass es funktioniert, etwas für die Biodiversität zu tun. Jetzt müssen wir das auf die Schweiz ausdehnen. Und jetzt ist es Zeit, dass sich auch die Bevölkerung äußern wird. Und dafür werden wir sorgen. Danke.
Reckhaus. Jeder kann etwas tun. Und es ist unsere Verantwortung, es auch zu tun. Lassen Sie uns aufstehen und gehen. Danke. Lassen Sie sich von den positiven Beispielen bitte inspirieren und versuchen Sie, das irgendwie zu kopieren und weiterzubringen. Und informieren Sie sich über die politischen Geschäfte und gehen Sie abstimmen. Informieren Sie sich über diese Nachhaltigkeitsziele der UNO und schauen Sie mal, wo können Sie Ihren eigenen Beitrag zum Ziel, das zum Ziel führt. Oder Sie haben 169 verschiedene Ziele dort drin, können Sie sicher ein paar finden, wo Sie etwas beitragen können. Ich denke, wir haben alle sehr viel zu tun, wenn wir das schon nur alles durchlesen. Es ist meine Aufgabe, Ihnen allen ganz herzlich zu danken für Ihr Kommen, für Ihr Engagement, auch bei den World Cafés, natürlich für die Weiterverbreitung von all dem, was Sie heute gehört haben. Wir sehen uns noch draußen und vergnüglichen Abschluss der Tagung wünsche ich Ihnen.